Hallo und herzlich willkommen hier zurück zu Terraincraft. Wunderschön, dass ihr wieder mit dabei seid. Und heute mal wieder auf unserer eigenen Map und nicht auf dem TTCS-Server. Zuallererst einmal vielen, vielen Dank. Also das TTCS-Video kam gestern raus. Heute ist Sonntag, es ist gerade 14 Uhr. Also ihr werdet die Folge etwas später bekommen als in der Früh wie sonst. Vielen, vielen Dank fürs Feedback. Hat jetzt aktuell irgendwie 300 Aufrufe, 30 Daumen nach oben, über 30 Kommentare. Also euer Feedback war richtig, richtig gut, richtig positiv. Und ihr meint, ich sollte unbedingt weitermachen. Kann ich verstehen, weil das ein echt cooler Server ist. Möchte ich auch gerne, weil mir das einfach Spaß macht und weil auch Trainser ganz einfach ein extrem angenehmer Aufnahmekollege ist. Das ist nicht so, ja, so die rumbrüllende Fraktion und sowas, mit dem ich nichts anfangen kann. Von dem her, da bin ich absolut nicht abgeneigt, das mal anzugehen. So, jetzt ist die Frage, wie machen wir dann mit dieser Map hier weiter? Wie machen wir generell mit Traincraft dann weiter? Wird es dann ein Serverprojekt? Mische ich die Folgen mal durch, aber eigentlich in einer Playlist ist ein bisschen blöd. Aus dem einfachen Grund, da ich eigentlich ein Projekt pro Playlist haben möchte und nicht das Ganze irgendwie so durchwechseln wollen würde, dass man dann immer so ganz kapiert, um was es da jetzt eigentlich geht. So, Punkt 1. Wollen wir es abwechseln? Wollen wir es nicht abwechseln? Was hättet ihr denn da gerne? Soll ich dieses Projekt hier ein bisschen mehr auf Eis legen und mehr auf den Server machen zum Beispiel? Ich habe nur eine begrenzte Aufnahmezeit, also jetzt zwei Projekte gleich stark zu verfolgen, wird sehr, sehr schwierig. Darum einfach mal eure Vorschläge dazu hier rein, wie wir mit unserer eigenen Map hier weitermachen. Oder ob ich die jetzt mal so langsam zum Abschluss bringe. Die angefangenen Baustellen. Ich meine, da hinten haben wir noch so ein schwarzes Brett. Weil wenn man hier weiterbaut, man würde nie fertig werden. Ist einfach so. Aber dass man hier zum Beispiel ein bisschen was noch wegbekommt, bis wir dann in einem zufriedenstellenden Status sind. Und außerdem habe ich noch etwas vorgehabt. Eigentlich, ich weiß nicht, wem das Projekt oder beziehungsweise das Mod Pack Advanced Rocketry was sagt. In diesem Modpack kann man eine wunderschöne Space Station bauen und auch andere Solarsysteme und so weiter erforschen. Und ich hätte mal richtig Bock, wieder hier Survival zu spielen und ein Modpack zu spielen und in diesem Modpack dann auch auf den Boden zu fliegen. Nee, noch hoch genug. Ja, der Stuhl ist wieder falsch angestellt. Jetzt geht's weiter. In diesem Modpack dann eine Space Station zu bauen, mit dieser Space Station rumfliegen zu können und dann zum Beispiel auf dem Mars mit dem Zug rumzufahren. Da hätte ich eigentlich auch mal Bock drauf. Traincraft hier, Traincraft in Space. Yeah. Geil. Das wäre auch noch eine Variante. Ich gehe jetzt übrigens hier einfach mal so ein bisschen die gebauten Orte ab, während ich herumschwafel. Das heißt, das ist keine besondere Reihenfolge für die diesmal nicht gesehen haben. Einfach mal so ein bisschen hier rumgucken. Ja, das wäre noch eine Sache, die mir eigentlich am Herzen liegen würde. Hätte ich auch Bock drauf. Also, so ein Survival-Projekt wäre jetzt eigentlich generell mal echt cool. Drum ist jetzt ganz einfach die Frage, wie wollen wir weitermachen? Es wird dunkel. Es wird sehr dunkel. Und daher würde ich mich einfach mal sehr über eure Kommentare diesbezüglich freuen. Kommentar 1 oder Teil 1 meiner Möglichkeiten, diese Map hier, wie wir mit dieser weitermachen werden wollen würden. Möglichkeit Nummer 2, wie wollen wir mit dem TTCS-Server weitermachen, der bei euch sehr gut angekommen ist. Und die Frage und Möglichkeit Nummer 3, hättet ihr mal Bock wieder auf ein Survival-Modpack? Und da habe ich Advanced Rocketry ein wenig im Sinn, um damit dann mal schön auf anderen Planeten mit Zügen rumzufahren, falls es funktioniert. Das weiß ich noch nicht. Ich will mich auch nicht spoilern, ob das funktioniert, sondern das würde ich dann gerne ausprobieren, weil ich hab sowieso mal Bock auf den Mod. Ich habe mir da jetzt einiges an Infos reingeblasen. Das ist schon. Ja, der kann wat, der Mod. Der kann wirklich wat. Hey, warum ist die Textur kaputt? Das müssen wir mal schnell hier reparieren tun.
kriege ich da jetzt irgendwie mal. Das ist die C62. Die müssen wir jetzt mal schnell austauschen mit der neuen. Ja, die da ist es. Okay, jetzt passt die Textur wieder. Es gab ja ein Update, da kann es sein, dass ein paar Texturen für die Züge nicht mehr ganz in Ordnung sind. Hier müssten wir eigentlich auch nochmal weiter ausbauen. Es gibt jetzt deutlich mehr. Von dem her mich interessiert eure Meinung, schreibt sie mir einfach mal in die Kommentare. Da hätte ich doch mal Lust drauf zu erfahren, wie ihr das Ganze seht und worauf ihr am meisten Bock habt. Ich habe auf alles Bock, ich muss nur gucken, wie es meine Zeit erlaubt. Und möchte ich nicht irgendwelche Projekte groß anfangen, wo ihr keinen Bock drauf habt, schlicht und ergreifend, weil wenn ich die Videos aufnehme, dann sind die zum Gucken da. Und dann wäre es nicht so schön, wenn ich die Zeit in etwas reinballern würde, auf das ihr keinen Bock habt. Ich habe auf alles gleichmäßig Bock. Ich kann mit dieser Map hier weitermachen, macht mir Spaß. Ich kann auf den TTCS-Server, habe ich auch Lust drauf. Und ich habe auch richtig Bock drauf, irgendwie mal in den Weltraum zu fliegen und dann auf dem Mars oder in einem anderen Sonnensystem. In den unendlichen Weiten des Weltalls. Da mal schön mit dem Zug rumzueiern. Ich habe auf alles Bock. Eigentlich gut. Wir können auch zum Beispiel das hier auf Eis legen. Eine gewisse Zeit lang und später wieder weitermachen. Oder wir machen... Ja, keine Ahnung. Ich bin da noch ein bisschen unentschlossen. Ich weiß noch nicht so genau, wie ich das mache. Ich bin auch echt überrascht, wie positiv die TTCS-Folge angekommen ist. Es war stärker als gedacht. Finde ich richtig cool, dass es so gut bei euch angekommen ist. Und darum möchte ich euch in diesen Entscheidungsprozess mit aufnehmen. So, jetzt habe ich es geschafft. 7 Minuten lang zu labern, um euch zu fragen, was ihr sehen wollt. Der Cäsar wieder. Optimal vorbereitet und ja, kurzfassend, wie immer. Ah, hier fliegen wir mal wieder an unserer kleinen Wolkenstadt vorbei. Ach, die war schon cool. Schade, dass ich damals noch nicht den Custom NPCs Mod drauf installiert hatte, weil da würden schon echt ein paar nice Sachen jetzt gehen. Nein, tu's nicht! Okay. Hui. Der wollte nur Aufmerksamkeit. Schön, 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 schön. Also diese Insel finde ich echt nach wie vor cool. Gefällt mir nach wie vor. Das ist eins meiner Lieblingsprojekte, eben weil das hier so... Das ist halt hier in ganz unterschiedlichen Bereichen aufgegliedert und so. Das gefällt mir, das mag ich einfach. Finde ich sehr schön. Mit der Wüste, wo wir es hinfliegen, bin ich noch nicht so hundertprozentig zufrieden. Da können wir vielleicht noch ein bisschen mal gucken dann. So ein bisschen Arbeit reinstecken. Mal sehen, mal sehen. Aber da kommt es natürlich auch drauf an, was ihr sehen wollt. Ich wiederhole mich gar nicht, nee. Ich sagte es nicht 50 Mal, welche Möglichkeiten es gibt und was ihr sehen wollt und dass mir das wichtig ist und dass, ja. Ihr versteht schon. Ihr versteht schon. Wir sind in den vielen Folgen aber mit dieser Map hier schon echt weit gekommen. Es war ja im Prinzip das Gleissystem, aber an den Seiten sehr, sehr wenig. Da war ein Häuschen hinten, wo wir jetzt hinfliegen, da war ein Häuschen gestanden. Und ein bisschen was an Bahnhöfen, das war's aber im Große und Ganzen. Ja, eine Frage hatte ich noch. Ich hatte ja das letzte Mal einen Desaster-Stream, darum habe ich auch die aufgenommenen Stream-Videos gelöscht, weil es dermaßen penetrant geruckelt hat. Da war irgendwas mit meiner LTE-Leitung. Also mein Internet funktioniert ja nicht wie eine normale DSL-Leitung über Kabel, sondern ich habe da eine Handykarte in diesem Router da drin stecken. Und normalerweise funktioniert es auch gut. Was nicht mehr so gut ist, ist, wenn die Nachbarn eine Party haben, 530 Milliarden Leute kommen und sich alle in das Funknetz einbuchen. Dann sagt nämlich LTE, ey, du kriegst nicht mehr volle Leitung. Nein, kriegst nur noch ein bisschen Watt. Und dann mit bisschen Watt streamen ist scheiße. Ich hatte nämlich normalerweise auf 4000er Bitrate gestreamt. Und das war einwandfrei. Das war überhaupt kein Problem. Dann gehe ich auf 1600 runter. Das ist weit weniger als die Hälfte. Und er ist auch kalt. Da war ich dann echt ein bisschen angepisst, weil der Stream war... Ihr habt was Besseres verdient und ich eigentlich... Es ist so ärgerlich, wenn man immer eigentlich kein Problem hat, dann probiert man das erste Mal Twitch aus und dann macht es solche Zicken. Daher auch die Frage, wo seid ihr bei Streams eher dabei? Seid ihr eher Twitchies oder seid ihr YouTubies? Guckt ihr lieber auf Twitch oder auf YouTube?
Ich habe mir jetzt nämlich mal auf Twitch einfach mal den Account soweit fertig gemacht, dass ich streamen kann. Er hat auch funktioniert, bis auf die scheiß Qualität und die ganzen Ruckel, und ich habe es dann abgebrochen, weil ich gefrustet war. Aber generell geht das. Und ich weiß nicht, ob ich 100% auf YouTube alles machen möchte oder ob ich mich jetzt etwas breiter aufstellen möchte. Anfangs habe ich ja immer gesagt, hey, ich möchte hier sehr YouTube-affin bleiben. Das war allerdings vor der ganzen Story mit nicht werbefreundlich. Und hey, Cesar, deine Videos sind irgendwie blockenswert, obwohl darin nichts vorkommt. Und erst nach einiger Zeit werden sie wieder entblockt und was weiß ich. Und ich so, boah, das ist so langweilig. Und ich weiß nicht, wo das hinführt. Weil YouTube selber sagt, ey, ich funktioniert nicht so ganz und trotzdem, es bleibt halt so. Ich meine, dann deaktiviere ich den Kack halt, wenn es funktioniert. Aber nein! Nein! Und darum habe ich eigentlich schon Lust, mich ein bisschen weiter aufzustellen. Auf Vidme habe ich jetzt mal ein bisschen was hochgeladen, einfach mal testweise. Da sind auch ein paar von euch schon mit dabei, das finde ich sehr, sehr schön. Vielen Dank schon mal dafür, dass ihr mich bei Vidme unterstützt. Und jetzt ist halt die Frage, ob ich Twitch auch noch mache. Dass ich meine Streams anstatt auf YouTube auf Twitch mache, auf Twitch dann auch die Dingsens lasse, die Aufnahmen. Man kann ja auch bei Twitch genauso gut unten bei Video-on-Demand-Sachen dann den letzten Stream nachgucken. Die würde ich dann auch nicht zeitlich beschränken oder so, sondern die wären dann einfach da, solange sie da sind. Außer Twitch sagt dann irgendwann, hey, du bist scheiße, wir löschen alles. Das ist noch die nächste Frage. Twitch oder YouTube? Auf was habt ihr mehr Bock? Wo seid ihr eher zu Hause? Ich meine, weder auf Vidme bin ich momentan verpartnert, noch auf Twitch. Falls es mal wirklich so weit kommen sollte, was ich aber nicht glaube, weil ich dafür einfach zu klein bin, von den Zuschauern her, da kann man eine Partnerschaft mit Twitch eingehen und dann dürfte man sowieso bloß noch auf Twitch streamen, soweit ich das verstanden habe, diesen Partnervertrag verstanden habe. Und erst dann kann man auch monetarisiert streamen und ach, keine Ahnung, was weiß ich. Das ist momentan zweitrangig für mich. Ich möchte einfach streamen, weil es echt Spaß macht. Ich finde es cool, die direkte Interaktion mit euch zu haben. Und dementsprechend nehme ich dann halt auch die Plattform, die etablierter ist, auf die ihr mehr Lust habt. Technisch sollte es mit beiden sauber funktionieren. Ja, habe ich irgendwas vergessen? Ihr könnt mich weiterhin auf Vidme unterstützen, damit ich ein paar mehr Abonnenten bekomme und dadurch den Partner-Dingsbums beantragen kann. Da geht es jetzt nicht um Geld oder irgend sowas, sondern da geht es darum, dass man sonst eine 3 GB-Begrenzung pro Woche hat und eine 30-Minuten-Begrenzung pro Video. Und dadurch ist es für mich momentan unmöglich, dort meine Videos zu sichern. Weil einige Videos einfach größer und länger sind und dann hast du da keine Chance mehr. Dann geht das nicht. In dieser Halle ist mir immer noch zu dunkel irgendwie, ich weiß auch nicht. Ah, ist ja schon echt genial. Jetzt bin ich wieder bei Advanced Rocketry und mit den verschiedenen Sonnensystemen, wenn du dann irgendwo in ein anderes Sonnensystem fliegst und da dann Gleisnetz aufbaust und so mit Custom NPCs dann eine Mars-Siedlung hinstellst und so. Ach, das wäre schon nice. Und mal wieder Survival, also richtig erarbeiten und nicht nur einfach bauen, 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 bauen. Weil das hier ist ein reines Bauprojekt. Ich habe schon von manchen gehört, ja, komm, es verliert so ein bisschen an Reiz. Und auch wenn ihr mir einen Daumen nach unten gebt, es hat sich jetzt mittlerweile auch schon sich Leute dafür entschuldigt. Nein, müsst ihr euch nicht. Wenn euch ein Video nicht zusagt, dann könnt ihr auch gerne einen Daumen nach unten geben. Das hilft mir nämlich zu wissen, was ihr eigentlich mögt und was nicht. Alter Stuhl! Wieder da. Genau, was wollte ich sagen? Dass ich dann weiß, was euch mehr gefällt, besser gefällt und ich dann auch ein bisschen den Content dementsprechend machen kann und Sachen weglassen kann, die sowieso für die Katz wären. Dementsprechend, es ist eure Meinung und da muss man sich nicht dafür entschuldigen, wenn jemand dann auch noch konstruktive Kritik bringt. Besser geht's gar nicht. Und ja, da ist keine Entschuldigung nötig. Da weiß ich nämlich, wie es euch gefällt und das ist mir wichtig. Das ist schön. So, hier vorne haben wir unser kleines Häuschen noch. Wir haben doch schon einiges gebaut.
Guten Tag, guten Tag, guten Tag. Und natürlich das Highlight dieses Häuschens. Scheißen in der Freiheit. Auf die Toilette setzen. Einfach den Druck loslassen. Und in die Weite sehen. Ja. Yeah. Wollte ich nur mal gesagt haben, ne? Ah, und hier ist gleich... Ah. Seht ihr, beim Kacken sieht man mal, wo man eigentlich ist. Das ist ja eigentlich hiervon gar nicht weit entfernt. Okay. So. Ich würde sagen, diesen kleinen Part des Rundfluges habe ich jetzt ergänzt. Also im Stream bin ich auch mal ein bisschen rumgeflogen und bin mal so ein bisschen auf die Stream-Kommentare eingegangen. Weil es sind dann plötzlich dermaßen viele eingerasselt. Da dachte ich mir, hey, komm, da musst du jetzt die Zeit nehmen. Und ja, da habe ich schon mal einiges gezeigt. Müssen vielleicht mal einen Komplett-Rundflug nochmal machen, weil es ist jetzt auch nur wieder ein Teil. Wenn wir da hinten weiterfliegen, dann sehen wir zum Beispiel die Baumhäuser und so. Und ich habe ja auch einen Mod drauf, der diese Hängebrücken da macht. In einer sehr coolen Variante. Und ja, die sind hier alle im Einsatz. Die Treetop Rail, yeah. Ich erinnere mich, dass ich ihn so genannt habe. Jetzt gehen wir nochmal schnell hoch und dann haben wir da oben einen wunderschönen Abschluss der Folge. So, bitte, bitte, seid so lieb, taubt mir kurz in die Kommentare, was ihr von den Vorschlägen haltet, die ich euch gerade präsentiert habe. Weil ich mir momentan einfach noch ein bisschen unsicher bin, wie ich weitermachen möchte. Dass es weitergeht, ist keine Frage. Die Frage ist, wie es weitergeht. Und ihr als meine sehr geschätzten Zuschauer habt dann natürlich ein Mitspracherecht. Hm? So, dann hier hinten noch ein bisschen versteckt. Hallo, hallo, hallo. Bierchen steht schon da, wunderbar. Und dann ist da oben unsere Treetop Rail. Ich schmeiße jetzt mal den Zug nicht an, weil der aufwärmen müsste und so weiter, aber man würde dann hier so ganz entspannt drumrum fahren. Da hinten dann unser großes Bahnhofs-Schiffs-Anlegeplatz, Hafen-Konstrukt. Ich sollte eigentlich auch nochmal ein schönes Schiff hin oder so, wenn es da raus aufs offene Meer geht, aber habe ich auch nicht geschafft. Hier der Lastenkran. Der leider ruckelt, wie sau, weil ich hier viele von diesen Pillars genommen habe und die sind ganz einfach mal sehr problematisch. Und hier hinten geht es dann in das neue Baugebiet rein. Ist doch schon einiges entstanden. Gefällt mir gut. So, damit ist die Folge jetzt zu Ende. Ich bedanke mich schon mal sehr, sehr herzlich für eure Anregungen in den Kommentaren. Ich weiß, ich bin jetzt penetrant und gehe drauf ein, aber bitte seid so lieb und lasst mich es wissen. Und wir sehen uns dann das nächste Mal hier natürlich wieder bei Traincraft. Vielleicht auch auf dem Server, ich muss mal gucken. Mal sehen. Ich werde es auf jeden Fall... Obwohl, muss ich jetzt auch eine Folge machen? Ich weiß es gerade gar nicht. Zum Sonntag, wenn ich es unter der Woche mal schaffe, dann könnte ich besser darauf eingehen, was ihr eigentlich wollt. Mal sehen, wo wir uns das nächste Mal wiedersehen. Das kommt jetzt auf eure Kommentare und auf meine Zeit drauf an. Bis dahin, macht's gut. Genießt euren Sonntag, falls ihr das Video direkt seht, wenn ich es rausbringe. Ich bringe meinen Stuhl um. Das ist ja bitte Gasfeder im Arsch. Also, die ist kaputt, meine ich. Dann sinkt der immer runter. Irgendwann festtackern das Ding hier. Ja. Oder einen neuen Stuhl kaufen, können wir auch mal machen. So. Ja, jetzt bin ich 5 Minuten am Kacke erzählen und am Rumfliegen oder am Stuhl aufregen. Naja, was soll's. Macht's gut. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder, wo auch immer. Macht's gut. Ciao, ciao.